Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil vom Pokémon Schwert. Beziehungsweise Schild. Ich hab Schild. Und ich wurde schon entdeckt. Hau mal ab. Und ja, das ist der dritte Teil übrigens mittlerweile. Also, wenn ihr jetzt erst einen mit bei mir einschaltet, dann schaut noch die anderen zwei Teile rein. Wobei ihr da von der Story zumindest auch noch nichts mitbekommen habt. Also wo wir hier halt eben erst angekommen sind. In den Schnee landen. Aber ich habe mich dann erstmal hier abgemacht zum Freierkunden. Ich bin so ein Erkunder irgendwie. Okay, gehen wir erstmal hier rum. Sind wir auch schon längst wieder bei 66%. Wenn ihr wissen wollt, was es hier mit diesen braunen Flecken zu tun hat und mit dem Prozent. Eine löchrige Karte. Das ist bei einem bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Sie weist zwar Löcher, aber das wirkt sich nicht negativ auf den T aus. Ich dachte, dafür gibt es die Risikokarte. Okay. Ja, was es dann mit diesem Prozentsatz und so zu tun hat, das erfahrt ihr im ersten Teil hier von meiner DRZ. Müsst ihr einfach nur nachgucken. So, haben wir sonst noch irgendwo was? Nö, ne? Achso, das hier wollte ich noch lesen. Auf der alten, ja, genau. 18. August. Dank der Heilkunst unserer Ahnen konnten die Wunden des Pokémon geheilt werden. Da es der Anblick offener Handflächen zu fürchten schien, zeigt man sich ihm nur mit geballter Faust. Okay. Als es wieder bei Kräften war, erstrahlte das Pokémon in einem blauen Licht, das die Pflanzen auf den Feldern wie ehedem gedeihen und erblühen ließ. Vielleicht wünschte es so, seinen Dank auszudrücken. Okay, hier bei der Ruine habe ich wohl noch nicht so großartig geguckt, wie es aussieht. Ah, das mit der Kamera, das nervt mich allerdings noch so ein bisschen. Nö, hier waren wir noch nicht. An das Potrock kann ich mich erinnern, aber irgendwie... Okay, hier oben haben wir auch noch nicht. Oh, ausgewachsen. Galanus-Zweig. Gut Dach. Prozent. Oh, das haben wir auch schon fast fertig. 86%. 88%. Ein Duftpilz. Und er hat uns erwischt. Ein Monagoras. Coole Sache. Der ist aus einer Generation, die ich nie gespielt hatte bei Pokémon. Aber der sieht auf jeden Fall schon cool aus. So, das dürfte reichen. Ach ja, was ich ganz vergessen habe, natürlich zu sagen, falls ihr schon die ganz letzten Male mit hier dabei wart, schön, dass ihr wieder da seid. Bei Pokémon Schild 2. DLC, wie gesagt. Ui, hier liegt sogar auch noch was. Hier waren wir scheinbar dann noch nicht so wirklich unterwegs. Ein Schnonderbonbon. Und etwas hier in der Wiese? Nö, ne? Stimmt, hier in der Mitte sind wir dann durchgelaufen. Ja, genau. Aber hier in die Ruine kommt man wohl auch nicht. Ein Säckchen Sternstaub. Habe ich hier nicht erst alles eingesammelt? So, weiter geht's. Bündel Vitalkraut.
90% und schon wieder ein Pokémon. Elektro! Boom, weg. Tschüss. Das sind sogar drei Fußspuren gewesen. Sind wir jetzt auch schon wieder bei 94%. Die nächste Spurensuche quasi schon fertig schon wieder. Dann gibt es, glaube ich, nur noch eine Spurensuche, ne? Keine Lust zu kämpfen. Gehen wir mal weg. Ist ja eh keine Herausforderung. Aprikoko Krü. Ja, da sind wir fertig. Da sind noch die letzten zwei. Aber vorher dürfen wir nochmal flüchten. Yay! So, brauchen wir noch die anderen Fußspuren. Mal gucken, wann die auftauchen. Ob die hier auch schon auftauchen oder nicht. Keine Ahnung. Müssten sie ja eigentlich, oder? Man müsste ja damit rechnen, dass wenn man hier langläuft, dass man eventuell schon alle finden konnte. Von dem Braun und das dann natürlich weitergeht mit den anderen. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Farbe die hatten. Blau, ne? Genau. Bündel Vitalkraut. Aber ich nehme an, die blauen Fußspuren, die finden wir dann eher wieder so Richtung Schneelandschaft. Ich würde sagen, wir kommen da eigentlich ganz gut um die Runden. Ich müsste ja eigentlich alles schon längst wieder warnen. Achtung! Spoiler-Alarm, ne? Falls ihr die Spuren alle selbst zusammensuchen wollt, dann solltet ihr wohl nicht weiter hier zugucken. Weil, wie es aussieht, finde ich sowieso alle. Okay, da geht's runter. Oh, an dem Baum hängen aber riesengroße Früchte. Riecht unreif. Okay. Es kommen wohl wieder ganz lange keine Fußspuren mehr. Die blauen finden wir wahrscheinlich doch nur woanders. Ein Fläschchen AP Plus. Ah, dieser Belektro. Hm.
Oh, das mit der Kamera ist echt nervig. Ein Riesenpilz. Und hier gibt es keine Fußspuren. Den habe ich jetzt zu spät erkannt. Schnelle Gator! Guck mal, hier haben wir schon wieder einen Grabstein. Oh, das können wir diesmal lesen. In dieses Grab aus alter Zeit sind die folgenden Worte eingemeißelt. Trage meine Stimme hinaus in die Welt. Okay. Wie kann ich das tun? So, hier sind wir durch. Sternenstück. Okay, hier im Wasser haben wir nichts. Aber auch keine blauen Fußstapfer. Ich wollte nur von dem Belektor weg. Hügel ist deiner Baums? Okay. Ja, den kennt man ja vom Trailer, ne? Hier soll es ja dann quasi die Galar-Form von Zapdos, Arctos, Lavados geben, oder? Nehme ich mal an. Zumindest haben sie hier gekämpft. Aber ich glaube, Fußspuren gibt es ja auch wieder keine. Zumindest sehe ich keine. So, um den Baum gehen wir gleich nochmal rum. Wir gucken jetzt erstmal hier nur am Rand. Auf jeden Fall viel Aprikokus. Aber ja, Fußspuren sehe ich keine. Dann müssen wir wohl wieder in eine andere Region hier oben. So, gucken wir uns mal den Baum von nahen an. Da steht ein riesiger Baum. Willst du ihn schütteln? Wie könnt ihr ihn schütteln? Schüttel mal. Ich mach mir... Der Baum bewegt sich kein bisschen. Weiter schütteln. Und die Kamera ging näher. Der Baum bewegt sich kein bisschen. Weiter schütteln. Die Musik ist leise. Die Kamera geht immer näher. Oh, jetzt tut sich was. Oben im Baum scheint sich etwas bewegt zu haben. Irgendetwas kommt aus dem Baum und zieht dich ins Pokémon-Nest. Ein Schlagraffel! Na super. Ein Schlagraffel können wir jetzt eigentlich nicht gebrauchen. Hey, ich kann Pokémon wechseln, das ist doch cool. Dann nehmen wir doch mal ein Schlappohr, das kann wenigstens was sehr Effektives. Hui.
So, mal gucken, ob mein Schlappbahn noch tot, also drauf geht oder nicht. Ja, stimmt. Kriegt das aus dem Diner-Schild? Jupp, nee, doch nicht. So, jetzt geht mein Schlappohr logischerweise drauf. Na super. Hey, wir haben es überlebt. Immerhin. So, müssen wir nur treffen. Jawohl, ja. Oh, das sah so aus, wäre schon tot. Schade, ich habe gedacht, das schaffe ich. Das sah schon fast so danach aus nach dem Turmkick. Aber gut. Los geht's. Hau rein! Durch den heftigen Kampf sind viele Bären herumgefallen. 30 Sinnelbären, 10 Dristubären, 1 Landsatbäre, 20 Tamotbären, Hondelbären. Oh Gott, das sind wirklich viele. Okay. Ja, ich meine, der Baum ist ja mega riesig, ne? Also was da oben wohl alles wächst, ich weiß ja auch nicht. Alles klar, okay, dann können wir hier eigentlich auch schon wieder fort. So, da geht's wohl in eine neue Region. Haben wir da Fußspuren? Nee, ne? Nee, hier sind Steine. Ein Elfen? Oh cool, das Vieh. Namen vergessen, aber egal. So, dann geht's jetzt wohl da oben lang, würde ich sagen. Huh? Wir gehen jetzt natürlich nicht durch die Brücke, wollte ich gerade sagen, aber na, sieht ja fast wie ein Torbogen, sage ich jetzt mal aus. Ach, diese Belektros. Schlimm mit diesen Pokémon. In diesem Teil der Welt gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Bären zu finden.
Und auf jeden Fall hier meinen kleinen Stolos. Den ich auf jeden Fall noch fangen muss. Nicht unbedingt heute, aber irgendwann würde ich gern trainieren für mein Team. So, ich glaube, wir sind hier fertig, ne? Nur eine Abzweigung gab's nicht. Ballseehöhle. Gucken, schauen wir mal hier rein, ob es hier Fußspuren gibt. Na, siehst du, hier wären wir auch reingekommen, dann. Eine Uhr auf Nil. Ah, cool. Die sind schnell. Kann ich trotzdem flüchten, nehme ich an. Mein Pokémon schneller, ja. Fußspuren? Irgendwo? Mir fehlen ja noch welche. Ein Säckchen Sternenstaub. Ein Sternenstück. Und ein Kampf. Sind sehr angriffsfreudig. Noch ein Säckchen Sternenstaub. Auf jeden Fall viele Items zu finden hier. Und das war es dann auch wohl schon mit dieser Höhle. Okay. Das heißt, hier unten in die Richtung sind wir eigentlich schon fertig mit durchgucken. Freut mich natürlich, geht voran. Ist jetzt bis jetzt noch nicht ganz so groß gewesen, die Welt, aber gut, was will man erwarten? Es ist nur eine DLC, es ist kein eigenes Spiel. Oh, hier haben wir noch nicht geguckt, stimmt. Ach. Ich müsste echt mal gucken, ob ich sowas wie einen Schutz habe. Ja, hier war ich noch nicht, aber hier gibt es auch nichts. Okay, sehr schön. Das heißt, hier haben wir jetzt schon alles. Oh, jetzt ist hier ein Garados. Also ich habe zumindest nichts mehr gesehen, wo man noch hätte hingehen können dort. Und ich glaube, hier waren wir aber jetzt trotzdem auch schon überall. Wir könnten eigentlich nur noch wieder in diese Schneewelt gehen. Ach ja, genau. Hier war nämlich eine Sackgasse, ja. Waren wir hier schon? Ja, es leuchtet, die Nester leuchten nicht mehr rot. Hier waren wir in der Hinsicht wohl schon. Hier waren wir noch nicht. Mal gucken, ob es hier die nächsten Fußspuren gibt. Einfach mal reingucken hier. Da ist was Seltenes.
bis jetzt habe ich jetzt auch wieder noch keine Fußspuren gesehen. Irgendwie bin ich gerade eigentlich eher auf der Suche nach den Fußspuren. Dabei interessieren mich eigentlich legendäre Pokémon überhaupt nicht so. Da ich die sowieso nicht mit ins Team nehme. Denn natürlich würde mich jetzt trotzdem aber auch interessieren, wie die neuen legendären Pokémon aussehen, weil neue kennen ja noch keine. Aha. 34%. Diese, die habe ich jetzt schon wieder völlig übersehen. Kann man aber auch leicht übersehen, glaube ich, die blauen. Kaputops. Geile Sache. Ich weiß nicht, die beste Generation ist immer noch die erste. Die erste und zweite Generation, die haben echt noch die besten Pokémon rausgebracht. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, weil man damit angefangen hat mit Pokémon und das hat natürlich Eindruck hinterlassen. Und dadurch sind das die besten Generationen, die man haben konnte an Pokémon. Na cool. Kornwundersaat. Eisenkugel. Ein Schnacket. Nee, hier gibt's keine. Ich habe gerade gedacht, ich hätte Fußspuren gesehen. Blau. Und Bündel Vitalkraut. Was haben wir hier? Finsteraura. Okay, nee, hier sind auch keine Fußspuren. Auf jeden Fall haben wir hier schon jetzt ein paar blaue gefunden. Das heißt, also hier in der Gegend gibt es die blauen Fußspuren alle. Mal gucken, ob wir die auch schon direkt auf 100 kriegen. Bis wir hier dann durch sind. Hier haben wir noch einen Sockel mit Geschichte. 7. Mai, einst wurden unsere sattgrünen Wiesen zu Ödland. Es welkten die Pflanzen und verdorrten die Ernte. Unsere Heimat gefror zu endlos weißen, eisbedeckten Schneelanden. Inmitten dieses trostlosen Winters erschien eines Tages ein Pokémon. Sein Kopf zierte eine Krone, doch es war verwundet und geschwächt. Die Menschen hatten Mitleid und brachten es in ihr Dorf, um es zu pflegen. Oh, das ist quasi der erste Sockel, den hätten wir lesen müssen, hm? So, hier waren wir ja eigentlich schon, stimmt. Ufer out. Kraftwurzel. So, hier gibt es eigentlich nichts mehr, ne? Nein, das war's. Sehr schön, denn wir sind bei einer halben Stunde schon wieder angelangt. Mensch, 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 die Zeit vergeht irgendwie sehr schnell. Na, als nächstes gehen wir da wohl in den Tunnel. Ich danke euch fürs Zuschauen. Danke, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat bei mir, natürlich, ihr dürft mich unterstützen zum einen. Ihr habt hier, steht ja unten in der Videobeschreibung, habt ihr einen Link, da könnt ihr draufklicken und mir spenden, was ihr wollt. Centbeträge, Eurobeträge, was ihr möchtet. Ich freue mich über alles, jede Kleinigkeit oder wo es auch. Klar, natürlich. Und das Geld wird zurückgelegt für eine PlayStation 5, damit ich für euch natürlich auch, hoffentlich auch nächstes Jahr God of War Ragnarök aufnehmen kann und vielleicht auch noch mehr, wer weiß. Und ja, ansonsten hoffentlich gebt mir einen Daumen nach oben. Danke fürs auf jeden Fall mit Zuschauen. Und vergesst auch kein Abonnieren, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich spätestens hier bei Pokémon Schwert. Das Schild sage ich jetzt mal in der rauschenden Höhle. Bei der zweiten DLC Krone der Schneelande. Oder Schneelande der Krone. Je nachdem.
Ja, genau. Hier geht es nämlich anscheinend weiter. Hier geht es auch lang. Und dann hoffe ich ja, wie gesagt, dass wir uns spätestens hier wiedersehen oder hoffentlich auch bei anderen Let's Plays von mir. Guckt auch mal da vorbei. Und vergesst natürlich da auch keine Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns dann hoffentlich wieder. Bis dahin auf jeden Fall viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Das war ich von der Gamepass als Hobby bei Pokémon. Ohne das Schneelande. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.